So, Freunde, ja, willkommen zurück zu meinem letzten Part von Tenchu 2, will ich es mal nennen, weil es ist das Finale von Tatsumaru. Richtig. Wir sind auf dem Feuerdämon und aus der Sicht des brennenden Morgen und wir begehen jetzt die letzte Schlacht mit Tatsumaru. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was hier so abgeht. Wir sind auf dem gleichen Schiff, wie es bei Tatsu. Ach, Tatsumaru. Wie es bei Rikimaru der Fall war. Wenn ihr euch erinnert, die Map hier, die kennen wir irgendwoher. Und genau. Ja, letzter Part von Tenchu 2. Das ist. Da! Das ist irgendwie traurig, finde ich, weil das Spiel, das hat doch sehr großen Spaß gemacht, wie ich finde. Und ja, schade drum, aber jedes Spiel geht mal zu Ende, ne? Nein, 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 aber es soll nicht scheiße zu Ende gehen. Okay, gut. Da. Da ist direkt der nächste. Wetten, der dreht sich jetzt rum. Ah, ne, okay, sehr gut. Zack. Dann probieren wir hier beim letzten Mal auch nochmal Großmeister zu kriegen. So, ich muss hier weg, weil ich glaube, da kommt ein Gegner da hinten. Aber der geht woanders hin, okay. Wo ist der denn jetzt? Hinter mir? Was? Hier irgendwo. Ah, okay. Ich verstehe. Da. Da ist der Schwertkämpfer. Ja, der Part wird wahrscheinlich heute ein bisschen früher kommen, weil ich habe ja noch frei. Ne? Heute ist ja Freitag. Das heißt, ich habe quasi Wochenende. Und ja, genau. Kill ihn erstmal. Aber hier gibt es keine Items. Hier gibt es nur diese Soldaten wieder. Das finde ich ein bisschen schade. Aber es ist halt leider so, ne? Ja. Ja, komm schon. Und. Zack. Seitenkill. Pack! Alter Schwede. Nein! Was? Was? Hä? Wo? Wo? Was? Hier unten oder was? Ey! Ah ja. Ja. Hä? Was? Wo denn noch? Überall Schreiende hier. Wer geht da? Aber. Oh. So, jetzt. Alles klar. Ich probier's mal mit Kill von oben. Nein! Oh! Kill von vorne, Alter. Der war krass. So. Sehr gut, ey. Der war gut. Oh ja, ich habe meinen Rechner vor kurzem gestartet. Also ich nehme das ziemlich frisch auf von meinem Rechner. Und der hängt manchmal wieder. Das ist normal. So, was haben wir hier? Nicht viel, ja? Da kommt doch jemand. Oder? Da kommt doch einer. Nee, okay. Hier oben. Dann ist er hier oben. Oh, ja, genau. Schmeiß dich erstmal hoch und halt dich dann nicht fest. Geile Kombination, Tatsumaru. Geile Kombination. So. Ja, aber echt. Bis hierhin habe ich das Spiel noch nie gespielt. Ich weiß jetzt nicht, was gleich kommt. Ob jetzt gleich ein Endgegner kommt oder ob jetzt gleich nur eine legendäre finale Cutscene kommt. Ich weiß es nicht. Hier war ich noch nie. Selbst bei meinem alten Let's Play. Aus 2013 war ich hier noch nie. Ne? So, komm, geh direkt hoch und kill ihn. Komm. Hau ihn weg. So, yes. Durchschneidender Erfolg nennt man das. Na, da kommt doch jemand. Hallo, wo denn? Hier unten. Oder was? Wo ist der? Hä? Hier ist doch einer bei. Oh! Wo denn? Hä?
Da unten! Ah, okay. Ich sehe dich, mein Freund. Ah ja, fall doch hin. Oh! Da bist du. So. Und zack. Genau. Oh, bis jetzt läuft's doch sehr gut. Noch nicht entdeckt worden, ey. Aber ich will erstmal nochmal nichts sagen, ne? Nichts sagen. Weil halt, ja. Ah, Rechner, Mensch. Ah, hier sind überall Gegner. Ah, da. Der kann nach oben gucken. Okay. Das wusste ich auch noch nicht, dass sie nach oben gucken können, die Bogenschützen. Aber ja gut, die Bogenschützen haben immer eine bessere Sichtweite, wie auch in anderen Spielen. Das ist anscheinend so gewollt. Genau. So. Ah, ich wollte den Kill von unten, aber... Ah, da ist direkt der Nächste. Mal runtergehen. Und direkt... Ah, nein, ich wollte doch! Ja, okay. Okay. Das war... Eigene... Oh, noch einer. Oh, scheiße. Das war jetzt wirklich eigene Blödheit wieder. Ich wollte einfach nur was Cooles machen. Ja, ich wollte runtergehen und dem direkt... und dem direkt was reinhauen. Aber oh, ich wollte den Kill von vorne mal zeigen. Jetzt ruiniert mir das wieder meine Statistik, Mann, ey. Muss doch nicht sein. Ja, es tut mir leid, wenn ihr jetzt den Fail gesehen habt, nur weil ich was Cooles machen wollte. Ja. Ja, da sind direkt zwei Gegner, ey. Schaut euch das an. Ja, es ist, der andere ist richtig rum, aber der guckt mir jetzt in die Fresse. Ah, wie blöd war ich denn da gewesen, ey. Ich bin zu weit weg und runtergegangen, ey. Ist doch scheiße, ist doch echt scheiße gelaufen, ey. Richtig blöd. Und dann war da auch noch einer. Egal, der andere bewegt sich nicht. Dann ist der jetzt erstmal fällig hier. Und jetzt kommt der andere dran mit einem schönen Kill von unten. So, zack. Da bist du weg, Alter. So, ich habe jetzt zwei Gegner gekillt. Zweimal gesehen worden, meine ich. Zweimal gesehen worden, kosten mich 60 Punkte. Jeder Gegner bringt 20 Punkte. Das heißt, ich muss jetzt drei Gegner mehr killen als sonst. Um das wieder auszugleichen. Aber ich glaube, hier in diesem Level sind doch sehr viele Gegner. Hä? Ich muss in die Richtung. Aber die Karte kennen wir ja schon. Ja, und? Na, schade. So. Wie gesagt, letzter Part, ey. Das ist krass. Das Spiel hat mich jetzt genau einen Monat lang unterhalten. Und das auch sehr gut. Ja. Hey. Da. Da bist du. Bogenschütze. Jetzt bist du ein toter Schütze. Nein, der Kill von oben klappt nicht. Schade. Ich wollte eigentlich den mal nochmal demonstrieren, aber... Nee, weil... Warum ich das eben gemacht habe? Bei Tenchu 2 gibt es nämlich auch einen Kill von vorne. Der sieht meistens noch krasser aus als der Kill von oben. Deshalb wollte ich den einfach mal demonstrieren. Aber das ging ja dann in die Hose, ne? Das. Aber was mache ich hier überhaupt? Warum gehe ich hier hoch? Nein, hier will ich gar nicht hin. So, ich gehe mal weiter. Aber ich muss dann noch auf die andere Seite. Ich glaube, ich muss sogar jetzt jeden Gegner mitnehmen, ha? Wer weiß das denn schon? So, gehen wir mal hier lang. Aber hier war ich ja schon überall. Ah, ne, hier ist gar nichts mehr, oder? Doch, da oben. Hä? Ach so, hier ist noch was. Da ist der Gegner, der nächste. Schwertkämpferli. Mach mal Schuriken. So. Damit du nicht mehr länger da rumhampelst. Ah, hier die Level sind nämlich auch wieder Abgründe, wie ihr seht. So, zack. Das war's. Mein Schuriken wieder her. Nein, hier ist keiner.
Ah, sehr schön. Dreh dich rum und jetzt bist du fällig. Alles klar. So. Gibt es noch einen in die Richtung? Irgendwo, glaube ich. Ah. Frage ist jetzt, wo ist der? Ne? Ich kann nicht um die Ecke gucken. So kann ich um die Ecke gucken. Aber hier ist... Ah, der ist da oben wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn gesehen. Da. Ein Speertyp. Speerträger. Und zack. Das war's. Wow. Da kommt noch einer. Okay. Ja. Mein Gott. Boah. Der wollte sich wieder rumdrehen, ey. Boah, das ist doch bis jetzt echt... Wegen meinem Blödheitsfehler, wenn der nicht gewesen wäre, wäre das jetzt der perfekte Feldzug hier. Nein! Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Boah! Oh! Oh, ja, gerade noch gesagt, der perfekte Feldzug hier, aber der hat mich nicht entdeckt. Der hat mich nicht gesehen. Das ist schon mal gut. Oh Mann, ey. Es war klar, dass der den sieht, deshalb bin ich schon mal zurückgegangen. So. Ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis der sich richtig rumdreht hier. So, zack. Da hast du wieder durchschneidenden Erfolg. Und tschüss. So, dann schaue ich nochmal hier drauf. So. Ah, hier ist nichts mehr. Alles klar. Dann. Ah, ich find's aber cool, dass man hier nochmal die Karte von Rikimaru kriegt. Quasi von Anfang an. Finde ich sehr schön gemacht vom Spiel. Doch, ja. Ah, ich muss nochmal hier lang. Da war ich noch nicht. Oder doch? Ne, hier war ich. Doch, hier war ich schon. Alles klar. Oh, da ist... Oi, 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 oi. Okay. Den hätte ich fast wieder übersehen. Oh! Was gehst du denn für eine Route? Alter! Boah! Was war das denn? Der hätte mich jetzt voll entdecken können, aber er war zu blöd, Gott sei Dank. Boah! Alter Schwede. So. Boah, krass, krasses Level, viele Gegner es hier gibt, ey. Aber bis jetzt nur durch meinen Blödheitsfehler entdeckt worden. Das ist doch auch gut, oder? Finde ich schon, ne? Und dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Weil hier muss doch irgendwo noch... Ah, der kann nicht links und rechts kombinieren. Das ist schade. Hm. Naja. Ah, hier ist aber auch nichts mehr. Oh, einen Moment, mein Kopf juckt. So, okay. Zack. Ah, hier ist diese Kanonenkugel. Beziehungsweise dieses Kanonenrohr hier. Oh, ich springe natürlich direkt ins Feuer, aber... Ja. So, wo muss ich denn jetzt noch hin? Ich glaube, da lang. Da war ich noch nicht. Beziehungsweise da war ich schon, aber in einer Ecke war ich noch nicht. Und lauf, 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 lauf. Ich finde es gut, dass der immer seine Schwerter eingepackt hat, automatisch. Der läuft dann nämlich schneller als Rikimaru und Ayami damals. Da komme ich gar nicht hin, okay? Schade. So, gehen wir mal weiter hier. Und zwar hier hoch. Da komme ich auch nicht hin. Ah ne, dann ist egal, glaube ich. Dann kann ich zurück. Oh, dann kommen wir da hoch. Wie, ich weiß nicht, wie dieser Jump geht. Geht der mit Tatsumaru nicht? Es gibt doch so einen Jump. Ne, keine Ahnung, wie der geht. Es gibt ja so einen Jump, wo der sich im Sprung dreht. Keine Ahnung. Den habe ich mit Rikimaru... Ah! Einmal geschafft, aber... Mit Rikimaru war hier das Ziel. Das heißt, ich gehe hier mal noch nicht hin. Ich gehe hier nochmal zurück kurz. So. Es kann sein, dass ich auch zu einem bestimmten Punkt muss. Ne? Aber lieber nochmal hier lang, weil hier sind bestimmt noch Gegner. Ja, hier hoch. Hier hoch. So. Död. Der Kletterhaken, ey. So. Ah, hier ist keiner mehr. Okay, warum ist hier keiner?
Ist doch blöd. Also hier rechts nochmal. Ganze Karte erkunden. Ah nein, nicht hier rein. Hier bin ich hergekommen. Hier rein. Na, hier ist auch nichts mehr. Ah, nee, warte mal. Dann sieht man auch den Umriss dieses gigantischen Schiffs, ey. Boah, guckt euch das an. Aber hier rechts, hier ist nichts mehr. Dann muss ich nur noch hier links. Es sei denn, ich muss wirklich nur alle Gegner killen, ne? Ah, hier ist auch nichts mehr. Dann hab ich schon alle, wa? Dann war das eben der letzte Kill von Tenchu 2. Sogar. Komplett. Jo. Dann wird das wohl jetzt so sein, wa? Ich mache nochmal ein Save State. Beziehungsweise hier nochmal. So. Ja, dann... Dann gehen wir jetzt zum Ende des Spiels. Es ist schade. Aber jedes Spiel endet mal. Ah, hier ist noch ein Gegner. Okay, alles klar. Da. Da ist der letzte Gegner des Spiels, glaube ich. Ein Bogenschütze. Und der letzte Kill. Ah, doch noch nicht. Okay. Ah, ich moderiere hier schon den letzten Kill an, obwohl hier noch welche rumlaufen. Das ist natürlich suboptimal, ne? Das könnte der letzte Kill sein. Ja. Zack. Das war, glaube ich, jetzt der letzte Kill. Ha? Auch noch nicht. Okay. Aber was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wo hier noch Gegner rumrennen. Was soll ich machen? Das frage ich mich jetzt gerade ehrlich. Was soll ich machen? Gehen wir da hoch. Ich frage mich jetzt, wo die Gegner sind. Wo der Gegner ist hier. Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Oh, na, ich wusste es. Ich wusste es, dass ich da runterfalle. Ich frage mich jetzt echt, was soll ich tun? Weil ich habe doch jetzt alle, oder nicht? So, ey. Jetzt geh doch da hoch, Mensch. So. Ja, ich habe schon die Abmoderation so halb gemacht, obwohl ich hier noch nicht fertig bin anscheinend, okay? Oder war da noch ein Gegner auf diesem Haus da oben drauf? Hier. Oder muss ich einfach nur hier ganz hoch? Ich probiere das mal. Ich bin hier noch nie komplett hochgegangen. So, ich probiere das mal. Död. Ja. So. Geh mal weiter. Es kann sein, dass ich hier ganz hoch muss. Aber ich bin mir nicht sicher. Es wird nämlich immer kleiner. So. Und? Nö. Hier ist nichts. Alles klar. So. Oh mein Gott, nein. Ich wollte eigentlich... Safe State? Mach mal den hier. Wo fällst du hin? Ah, immer noch aufs Haus. Okay. Okay, alles klar. Es gibt wohl doch keine Falling Damage hier, wa? Wo denn, Mensch? Wo muss ich noch hier hin? Hier rennt irgendwo wohl noch ein Gegner rum. Ah, hier. Oder was? Hier. Okay. Alles klar, auf diesem Rettungsboot oder was das darstellen soll, wa? Oh mein Gott, da ist der letzte. Ich hoffe, das ist jetzt der letzte Gegner vom Spiel gewesen. So. War's das? Ja, Freunde. Das war's. Das war's mit Tenchu 2. Die Szenen habe ich noch nie gesehen, also abwarten jetzt. Ach, der Yubei, okay. Tatsumaru, you're one of the Lords of the Burning Dawn. Jubei, hello. A mighty samurai dies fighting a mere ninja. It's almost funny. Yes, it would be. Ninja, a hired help who stabbed from behind. Let's see you fight like a man. Oh krass, wir müssen gegen den Oberchef Samurai Yubei kämpfen. Krass,
den Berater von Fürst Toda. Was hat der denn drauf? Alter, das ist ja heftig. Oh, da wird's doch mal spannend hier. Ich habe natürlich keine Kaltschops mitgenommen jetzt. Ist klar. Wo ist der? Boah, 200 Hitpoints. Oh, das ist jetzt der letzte Kampf in Tenchu 2. Ja. Und zack. Schmeiß ihm direkt eine Granate hinterher. So. Und direkt noch eine. So. Der ist nämlich nicht so schnell wie in den hier. So, seht ihr das? Ich verballer jetzt einfach alle meine Items. So. Der stellt sich nämlich nicht so schlau an wie ein Ninja. Der lässt sich nämlich schön treffen. So, komm. Wow. Zack, 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 zack. Und zack. Ah! Hat er das gerade ernsthaft? Mit einer Attacke? 50% meines Lebens abgezogen? Ah! Nein, ich hab jetzt den Safe State hier. Ich hab den Safe State hier gesetzt. Oh nee. Nee, Freunde. Ich hab den Safe State hier gesetzt, wo der mich killt. Oh, scheiße. Scheiße, Mann, das ist doch nicht wahr. Ja, da kann ich jetzt nichts mehr machen. Ich probier's. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts mehr machen an dem Spielstand. Scheiße! Ich kann da nichts mehr machen jetzt. Oh, wie scheiße ist das denn? You won't be forgetting your place again. Scheiße! Den hätte ich killen müssen, glaube ich. Oh, muss ich das jetzt nochmal machen? Ja, das lese ich jetzt nicht vor. Oh, das ganze Level nochmal spielen bis zu der Szene. Oh, das ist doch... Nee, Freunde. Nee. Aber ich muss alle killen. Das ist... Oh, das mache ich offscreen. Ich würde sagen, dann sehen wir uns bei dem Typen wieder. Boah, das ist ja krass, ey. Wie der einen da runterkloppt. Ich nehme alle möglichen Items jetzt mit. Vor allem hier Kaltschwops. Giftbrandpfeile habe ich jetzt nicht mehr. Das ist jetzt meine Schuld, ne? Ja, scheiße. Dann muss ich euch kurz rausschneiden. Und dann mache ich... sehen wir uns bei dem Typen wieder. Ja, bis gleich dann. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Und ich habe eben ungelogen eine halbe Stunde an diesem Level gesessen, um den letzten Gegner zu suchen. Aber, ja. Ich habe ihn gefunden. Und jetzt ist der Typ hier endlich mal fällig, ey. Ich habe jetzt hier nochmal einen vernünftigen Safe State gemacht. Und genau. Wag es, dich die Bombe zu nehmen. So. Ey! Was passiert denn da? Okay. Zack. Oh, das ist so schwer, ne? Zack, 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 komm! Ah, shit. Oh, der hat 4 Attacken! Der hat 4 Attacken und die kann man auch nicht unterbrechen, wenn man einmal getroffen wird. Ah, zack, 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 zack. So, zack! Verdammt! Zack! Und zack, 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 zack! Wow! Alter! Krieg das. So. Machst du hier? Machst du den hier? So. Ah, oh, schade. Oh mein Gott. Ja, das kann man halt nicht abbrechen, ne? Das ist... Wenn der einmal schlägt, dann hast du verloren. Das ist halt ein Samurai, ne? Das ist klar. So, und zack. Uiuiuiuiui. Ja, ich bin schon wieder gestorben. Ich bin schon wieder gestorben, ich Idiot. Ja, toll. Oh, ich hab doch im Kampf jetzt ein Safe State gemacht, oder nicht? Moment, ich schau mal nach. Ah, kann ich gerade nicht. Naja, egal. Komm. Mach jetzt hier den Safe State. So. Oh, nochmal. Aber das ist wirklich ein würdiges Finale jetzt hier. Von Tim.
Zack. Nein. Zack. Ja. So. Da. Zack, 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 zack. Zack, zack. Genau. So, und dann zack. Da, zack. Zack. Hast du davon, wenn du immer mit dem Rücken zu mir stehst? Oh, das ist jetzt aber irgendwie einfacher. Bam, da ist er weg, Junge. Da ist er weg. Tenchu 2 ist vorbei. Glaube ich zumindest. Ayame, don't you remember what I told you? Oh Mann. Then you know, I must kill you. Oh, you're right. We will fight, but you won't kill me. Muss ich jetzt den? Nee, okay. Das ist cool. Ja. Why, Tatsumaru? Why? Unforgivable crimes must be punished. The traitor must die. Ayame? Tatsumaru. I like the way your name sounds. I wish I had called you Tatsumaru. You kept your promise. You died in a manner that served me. Served me in the highest way. But I failed us. Your death has opened my heart. And I see. Oh, my love. Next time, I will heed my heart. Then we can truly build a world where ninja can live in the light. Ist ja nicht mal ein Ende, auf jeden Fall. Ja, Statistik sehen wir wieder nicht. Gucke ich gleich nach. So, schauen wir erstmal weiter. Ach, es kommt direkt die Endcutscene. Ja, okay. Diesmal wirklich. Ah, da muss ich jetzt ein bisschen mein Mikro vor den Mund halten, weil die Musik doch sehr laut ist. Ja. Diesmal wirklich jetzt das Ende von Tenchu 2. Wie gesagt, dieses Spiel hat mich einen Monat lang begleitet und ich finde dieses Spiel sehr geil auf jeden Fall. Also diese Cutscenes und so hat mich richtig gut unterhalten und am Ende auch die Story mit Tatsumaru, die ich ja noch nicht kannte. Und ja, genau, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Projekt, muss ich sagen. Auch wenn ich am Ende das letzte Level nochmal neu starten musste, wegen meiner Blödheit, weil ich da den einen Safe State gesetzt habe. Aber naja, wie gesagt, Tenchu 2 aus dem Jahr 2000 kann ich nur in höchsten Tönen empfehlen, jedem das mal anzuspielen bzw. durchzuspielen. Und genau, ja, ein langes Projekt geht zu Ende bzw. mittellanges. Es waren jetzt 26 Parts. Und genau, hören wir erstmal die Musik an hier. Lassen wir das alles mal Revue passieren, was wir hier alles erlebt haben.
Ja, wir haben mit Rikimaru angefangen. Haben da quasi die Story durchlebt. Danach haben wir mit seiner Kollegin Ayame angefangen, haben wir die Story durchlebt und am Ende mit Ninja Meister Tatsumaru die böse Seite erlebt. Und ja, am Ende kam halt die gleiche Katze wie sonst auch, die sterben halt, aber Ayame hat sich in Tatsumaru verliebt. Ach, Ayame. Ja, Ayame war auch verliebt, aber Kagami hat sich in Tatsumaru verliebt. So war's, genau. Und ja, wie gesagt, die Grafik zu dem Spiel ist halt eine typische PS1-Grafik, aber fand ich jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Vor allem die Filmszenen, die waren doch sehr, sehr gute Qualität, finde ich, für damalige Zeit, ne? Ja, genau. Es geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr hattet Spaß mit dem Projekt auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, einen Monat lang, geht ziemlich genau, vom 7. November bis heute 7. Dezember. Und genau, ja. Als nächstes kommt ein kleines Mini-Projekt von mir. Und zwar habe ich das schon in einem der letzten Videos erwähnt. Das wird James Bond werden, 007, der Morgen stirbt nie. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Und genau, dann würde ich sagen, schaue ich mir gleich, wenn die Ending-Szene durch ist, schaue ich mir nochmal die Statistik an vom letzten Level, genau. Und alle anderen Statistiken von Tatsumaru. So, ich glaube, das war's jetzt. Ich hab's wieder geschafft. Oh, das ist neu. Was ist das denn? Das ist neu. Kenne ich gar nicht. Hä? Der lebt noch? Okay. Cool. What fun we've had. And I've still got those pesky little Azuma Ninjas to torment. Den gibt's noch. Okay, geil. Der hat's überlebt. Carnage to satisfy me. No. More destruction. More. Return to me, Lord Mayo. I await your return, O exalted one. Lord Mayo? Okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen. Wahrscheinlich nur die Altenchu-Eingesessene. Aber krass, Susaku hat das überlebt. Okay, der rote Spatz. Und ja, dieser komische Lord da, den kenne ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, eine Anspielung auf den nächsten Teil oder so, kann sein. Ah, cool, die Cutscene habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, schauen wir uns nochmal das hier an zum Ende. Tenchu 2. Ein richtig, richtig, richtig geiles Spiel. Ja. So. Abschluss-Save-State. Ich schaue mal in die Rekorde rein. So. Tatsumaru. Ninja. Ninja-Profi. Großmeister. Ninja-Meister. Ninja-Profi. Ninja-Meister. Großmeister. Großmeister! Yo! Ja, geil. Okay. Habe ich im letzten Level nochmal Großmeister geschafft. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das jetzt mit Tenchu 2? Und ja, ich habe ja schon alles gesagt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder, und zwar bei James Bond. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.